So, ich bin in Berlin. Eben war die Pressekonferenz, die ich für nötig befand, um einmal deutlich zu machen, und zwar geballt, was es eigentlich mit diesem ganzen Irrsinn auf sich hat, der seit gut, man kann sagen, fast 2 Jahren läuft. Die Lobbyistin des Bundes der deutschen Psychologen, Bärbel Schwertfeger, behagt mich, meine Vita und meine Referenzen seit vielen, vielen Monaten. Und mittlerweile ist bei Haufe sogar von einer ihrer Kolleginnen, mit der sie auch früher schon zusammengeschrieben hat, ein Artikel erschienen, der nochmal alles zusammenführt und sie als Opfer darstellt. Und mich als Aggressor, was ich sehr anders sehe. Wir haben heute dargelegt mit vielen, vielen Belegen, dass die Referenzen, die ich benenne, alle rechtens sind. Audi, BMW, Henkel, wo auch immer angebliche Kritik war, dort habe ich gearbeitet als Coach, als Profiler, als Vortragender, als Keynote-Speaker. Und das haben wir mit Rechnungen beispielsweise belegt oder mit E-Mail-Verkehr. Wir haben auch zu den angeblichen Titelmissbräuchen was gesagt, wie ich und dass ich mich nennen darf, Psychologin. Was es damit auf sich hat, inwiefern der BDP da Lobbyarbeit betreibt, die doch sehr, sehr, sehr nationalistisch auf das Land zusammengestellt wird. Und wir sind in einem internationalen Kontext unterwegs. Fakt ist, wahrscheinlich werden die oder die Aggressoren so schnell nicht aufhören. Das bedeutet nicht, dass wir da die Fahnen streichen werden oder nachgeben. Im Gegenteil, wir werden in den kommenden Monaten eine Filmdokumentation rausgeben über genau den Skandal, den ich vor 2 Jahren begann aufzudecken, was all diese Aggressionen hervorgerufen hat. Und ich sag mal, dieses Dagegenschreiben, auch die Person an sich zu diffamieren, das ist uns eher Zeichen dafür, dass wir für diese Sache einstehen werden und auch leider müssen.